Ja, ich erzähle euch mal ein bisschen über Kaspar. Kaspar lebt seit 8 Jahren auf Hofbutenland. Er war damals noch sehr jung, völlig verängstigt, ließ sich auch nicht anfassen. Und das Problem von Kaspar ist, dass er schon im Alter von 1 Jahr Hufrehe bekam. Das heißt, dass Kaspar überwiegend auf dem Sandplatz stehen muss. Kaspar ist ein sehr temperamentvolles Pferd und deshalb machen wir jeden Tag ein bisschen Bewegungstraining. Er spielt auch sehr gerne. Hat viel Spaß dabei, manchmal sortiert er Wäsche, spielt mit dem Fußball. Ja, das ist Kaspar. Das ist ganz gut, dass er auch mal ins Schwitzen kommt, damit der Stoffwechsel angeregt wird. Ein Hufrehepferd darf ja auch nicht zu dick werden. Kaspar ist seit 3 Jahren auch hufrehefrei. Er hatte vorher häufig sehr, sehr schwere Schübe. Manchmal gehen wir auch mit ihm zum Deich, einfach mal ein bisschen spazieren gehen. Man merkt, hier ist ein kleiner Araber drin. Ja, ich lasse die beiden mal alleine. Die gehen bestimmt noch eine Runde spazieren.